Dann lässt mich das Ding nicht reparieren. Der Regelkreise. An dieser Stelle greift eine Metapher. Normalerweise besteht das Ziel der Regelungstheorie darin, die Ausgabe eines Systems zu kontrollieren und mit der gewünschten Ausgabe, dem Referenzsignal, zu vergleichen. Die Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem gewünschten Signal, die Regeldifferenz, wird als Rückkopplung an den Eingang des Systems gegeben, um die Ausgabe näher an die Referenz zu bringen. Gute Regelkreise. Und Ingenieure lernen also aus der Vergangenheit. Ich bring's zum Licht ins Dunkel. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich brauche einen Termin, um den Aufbau eines speziellen Partikelinjektors in der Wasseraufbereitungsanlage zu überwachen. Moment mal, Sie wollen bitte was? Wie bestätigt, entsprechen Ein- und Auslassarmaturen den Vorgaben. Und was genau soll dieses Ding in unsere Wasserversorgung injizieren? Das steht mir nicht frei zu sagen. Aha. Tja, dann haben wir ein Problem, Tobias. Dr. Kelstrup hat es bereits abgesegnet und... Für so etwas benötige ich eine Unterschrift von Alex oder Morgan. Aber solange ich also keine Tinte auf einer gepunkteten Linie sehe, müssen Sie Ihren Injektor weiter Dr. Kelstrup zeigen. Psychowasser, neues Ziel. Installieren den psychoaktiven Partikelinjektor in die Wasseraufbereitungsanlage. Ah, jetzt weiß ich, wo ich das Ding einsetzen muss, was ich vorhin gefunden habe, okay. Bin ich denn hier in der Wasseraufbereitungsanlage? Ne, ich bin hier auf der Überwachungsstation, ne? Wasseraufbereitung ist woanders. War da, wo der Typ stand. Versuch's mal nochmal. Jetzt habe ich es repariert. Versuchen wir mal hier einen Weg lang zu bauen. Das ist so eine Art Psycho-Horrorgeist. Steht ja alles unter Strom.
könnten alles sein. Oder die Kinder. Glaubt, der ist da drüben. Stammt das da aus unseren Laboren? Nein! Aber wir versuchen einfach mal auf die andere Seite zu kommen. Das sieht nicht gesund aus, muss ich zugeben. Okay, da sind sie. Duncan, der Zugangscode zum Ersatzteillager wurde geändert. Es gab einen Kurzschluss und die Sicherheit hat ihn zurückgesetzt. Oh, klar, danke. Hey, vielleicht sollte ich das nicht sagen, aber... Was? Spucken Sie es aus. Es gab halt ein kleines Leck und, ich habe Connelly gesagt, wir sollten auf neue Teile warten, aber... Duncan, Ihr kleiner Wettbewerb mit Connelly ist mir scheißegal. Gehen Sie damit zu Brooks. Der Code befindet sich in dieser Nachricht. Meisterschaft. Dann habe ich den Typen wohl jetzt erledigt, oder? Aber es blitzt hier halt immer noch. Die Meisterschaft der Mech-Athletenliga MAL 2031 hat mit Transtar Kampfpark im Nevada ihren spannenden Abschluss gefunden. Das japanische Team mit Lightning Kaiju konnte einen beeindruckenden Sieg gegen den klaren Favoriten Crimson Maze aus Norwegen erzielen. Crimson dominierte das Match von Anfang an. Obwohl es ihm an Beweglichkeit fehlte, nahmen seine Kondensatoren unglaubliche Mengen gegnerische Energie auf und verwendeten
sie für seine Magnetschilde. Die daraus resultierenden Feedback-Schleife war für Kaiju nur schwer zu kontern. Die nach 2 und 3,5 Minuten gelandeten harten Schlägen von Grimson Mace brachten die Maschine der Japaner beide Male ins Trudeln. Die Übertragung wurde kurz unterbrochen, als ein überraschender elektromagnetischer Impuls von Kaiju die Kameras störte, gleichzeitig jedoch auch seinen Gegner die Sicht nahm. Kaiju erledigte den hilflosen Grimson Mace schließlich mit seinem bekannten Todesstoß Plasmastrahl. Das Finale wurde in fast 90 Millionen Haushalte weltweit übertragen und ist damit das Event mit der höchsten Zuschauerzahl in der Geschichte der MAL oder MAL. Okay, das ist also die Zukunft. Roboter kämpfen dann gegeneinander. Scheiß drauf, ich hätte auch 75% bestanden, wenn ich gewusst hätte, dass du ihm so einen bescheuerten Namen gibst, Franklin. Wir hatten 35% ausgemacht, das weißt du ganz genau. Softshell ist ein großartiger Name. Danke, Ende. Deine Kiste mit den Operator-Teilen steht bereit. Ich habe alles, was ich nur zusammenkratzen konnte, reingetan. Sie steht an der üblichen Stelle. Denk an unsere Abmachung. Ich bekomme 40% von dem Geld, das dein Operator einbringt. Hast du ihn ernsthaft Softshell genannt? PS, ich habe auch diese Glukanone dazu getan, nach der du gestern gefragt hast. Du bist unser inoffizielles Versuchskaninchen. Lass mich also wissen, wie sie funktioniert. Sweet Tooth Test. Ach, komm schon, Muffy. Nur für ganz kurz. Aber sowas von nein, Connelly. Hallo, Matti. Wie punktgenau lässt sich denn Schwerkraft erzeugen? Bestünde vielleicht eventuell die Chance, dass mein Quartier heute mal ohne auskäme? Sagen wir von 18 bis 21 Uhr? Okay. Keine Antwort heißt ja, oder? Hallo Matti, ich habe Probleme mit meinem Transcribe. Ich glaube, es ist runtergefallen oder so. Ich weiß, du bist dicke mit den Leuten aus der Technik. Könntest du mir helfen, das Ding zu reparieren? Würde damit nur ungern zu Danielle gehen. Die haben ja Probleme. Eroberer der Kuppel. Nee! Der Chachist ist dir nur das Transcribe, wenn du schon wieder diesen Shot spielst. Hallo Marty, Eroberer der Koppel 3, Pilgerreise zur Autarkie der Erhabenen. Kam mit meiner letzten Sendung. Sag Bescheid, wenn du es herunterladen möchtest. Die Hüllen werden prozedural generiert und man kann es nun sogar zu mehreren spielen. Weißt du, willst es auch. Ein Nerd. Darauf, ohne dass ich gepurzelt werde. Da drüben scheint noch was zu sein. Aua! Hey, hier ist nichts mehr, aber da drüben ist was. Aua! Durchgangs-Duncan Krasikov gesperrt. Passwort eingeben. Scheiße. Kann ich aber hacken. Das sollten sie besser. Danke, ich weiß nicht, was für Probleme Sie mit Connelly haben, aber bekommen Sie das besser schnell in den Griff. Ich kann es nämlich nicht mehr ertragen, Ihre Beschwerden zu hören. Entgegen den üblichen Annahmen kommen Sie mit Arschkriecherei bei mir nicht weiter. Ich werde mit Connelly über die Wartungsarbeiten sprechen. Talia Brooks. Die sind ja alle drauf. Talia, Sie haben sicher den Bericht über Illusions Büro gelesen. Ich wollte Sie auf diesem Weg wissen lassen, dass die Wartungsanfrage für das Büro in einer mehr als nachlässigen Art und Weise gehandhabt wurde.
würde gern mit Ihnen die Details besprechen. Ah, der beschwert sich also ständig, der Sack. Unautorisierte Technik. Zur Kenntnis genommen. Talia, es wird mir etwas unangenehm, damit zu Ihnen zu kommen, aber es wäre wohl verantwortungslos, es nicht zu tun. Ich habe guten Grund anzunehmen, dass sich Connelly ohne Genehmigung experimentelle Technik aus dem Maschinenlabor ausgeborgt hat. Dachten Sie, Sie sollten das wissen, der Schwärzchen also immer an, der Sack. Zur Kenntnis genommen. Ich lese es immer falsch vor, ich muss von unten nach oben lesen. Voll unangenehm, dass sie das nicht andersrum gemacht haben. Immer noch kein Stück weiter. Was sollte dieser Raum hier? Man weiß es nicht. Suche nach Matrix-Server online. Hier komme ich halt nicht durch. Was ist denn dahinter? Muss ich wahrscheinlich von außen erstmal die Hülle reparieren und kann dann hier rein. Aber was habe ich denn hier mitgemacht? Inspektion läuft. Ihr Anzug ist undicht. Ich klicke das durch. Reparatur abgeschlossen. Raus komme ich da ja nicht. Ich muss das irgendwie von der Außenseite reparieren oder von der anderen Seite reingehen. Hier kann ich ja nicht mehr viel machen. Ich habe da jetzt alles abgesucht. Na gut. Oh, ich habe relativ viel Schaden bekommen, sehe ich gerade. Au, scheiße. Ich glaube... Ich werde den Bereich mal noch wechseln. Ich sehe gerade nicht, dass hier irgendwas... Vorteilhaftes geschieht für mich. Und dann muss ich wohl langsam, aber sicher... Ich glaube, ich gehe in die Lobby nochmal runter, damit ich mir den... Fabricator und Co. zu nutzen machen kann. Schaffe ich das noch? Ist ja, glaube ich, schon so weit, dass ich aufhören wollte. Yep. Genau, hier bei der Live-Support. So, ich glaube, ich mache an dieser Stelle mal Feierabend. Bin schon ein wenig überzogen. Und dann gucke ich mal, dass ich brauche dringend was zuvor dann. Ich brauche neue Psy-Dinger. Die habe ich eigentlich ganz viele von gesammelt gehabt. Und dann muss ich gucken, dass ich mir wieder Munition mache. Ich habe jede Menge Scheiße im Inventar, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal rein. Oh ja, jede Menge Kack eingesammelt. Zigtausend Glue-Kanonen. 1 Euro-Mods habe ich auch schon wieder. Ich bin gespannt. Ich mache hier Feierabend und dann geht's später weiter.
Nee, nicht später. Nächste Woche wieder weiter. So.